So, ich hatte euch letzte Woche versprochen, dass diese Predigt jetzt ein bisschen weihnachtskompatibler wird. Das löse ich jetzt hiermit ein. Bevor wir bei Weihnachten ankommen, trotzdem nochmal als Nachschlag zu letzter Woche ein paar Worte zum Thema Prophetie. Ganz, ganz kurz, muss jetzt keiner erschrecken. Wir hatten uns letzte Woche damit beschäftigt, was Prophetie ist. Und ich hatte gesagt, Prophetie ist das, was herauskommt, wenn Gott einem Menschen eine Offenbarung gibt. Ja, also jemand hat einen Traum oder eine Vision von Gott und das gibt er dann weiter. Das ist klassisch Prophetie. Das ist, wenn Gott eine Offenbarung durch den Mund eines Propheten oder einer Prophetin gibt. Das war Thema letztes Mal. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter an der Stelle. Und wir stellen uns die Frage, weiß so ein Prophet eigentlich immer, was er da weiß sagt? Und wer letzte Woche dabei war, der kennt die Antwort, weil wir hatten letzte Woche Apostelgeschichte 21, die Geschichte von dem Agabus, wo die einen diese Vision in die Richtung auslegten und die anderen in die. Gib mir die erste Folie, weil jetzt, wenn ihr sagt, ihr wollt die Predigt gerne nachhören, dafür habe ich euch eine Folie vorbereitet. Wir haben nämlich auf unserer Homepage die Möglichkeit, dass ihr direkt auf den Podcast klickt. Und deswegen, hier ist die Folie zu unserer Homepage. Okay, also das ist unsere Homepage, www.weilgottdichliebt. Und wenn ihr da unten auf dieses Hier geht's zu den Sonntagspredigten klickt, dann klickt ihr da drauf und dann kriegt ihr den Podcast von der letzten Woche angezeigt. Und da könnt ihr dann reinhören zu dem Thema Prophetie. Wenn ihr sagt, hey, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Das ist manchmal so, erster Sonntag im Monat, 10.30 Uhr, da lässt der Besuch durchaus zu wünschen übrig. Und deswegen hat vielleicht nicht jeder das Thema so am Schirm, wie ich das gerne hätte. Also, merkt euch das. Propheten geben weiter, was sie gesehen haben. Ja, Vision oder Traum bedeutet aber nicht, dass sie immer wissen, was das denn da ist und wie man das denn auslegen muss. Und deshalb wird über alttestamentliche Propheten dann eben auch Folgendes gesagt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10 und 11. Das sind jetzt Propheten im Alten Testament, die über den Messias, über Jesus prophezeit haben. Und über die wird gesagt, im Hinblick auf diese Rettung, das ist das, was am Kreuz passiert, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Also im Alten Testament werden Prophezeiungen auf Jesus gemacht, auf das Kreuz, auf das stellvertretende Opfer Jesu und. Und die Propheten selber, die diese Prophezeiungen machen, die prophezeien etwas, ohne genau zu verstehen, was da eigentlich Sache ist. Vers 11. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die auf Christus zukommenden Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Nochmal, hier redet Petrus über Propheten aus dem Alten Testament, die zum Teil ganz erstaunliche Dinge über den Christus, über den Messias, über den Herrn Jesus offenbart bekommen. Und die wollen jetzt verstehen. Sie forschen nach. Was habe ich da eigentlich gerade prophezeit? Aber es wird ihnen selber nicht ganz klar. Warum nicht? Die Antwort ist toll. Heißt ja hier, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Also hier sind Leute, die dienen uns, die dienen der Gemeinde. Ist das der Hammer? Du bist im Alten Testament so ein Prophet, kriegst eine Offenbarung, bringst diese Offenbarung, schreibst sie auf und dann denkst du dir, was habe ich jetzt eigentlich gerade da gesprochen? Ich verstehe das irgendwie gar nicht. Und dann viel, viel später, wir lesen diese Prophetie und wir kennen die Erfüllung und für uns macht es Klick und ich denke mir, na klar, logisch, ja was denn sonst? Aber die damals, die hatten überhaupt keine Chance, das richtig zu verstehen. Sie dienen uns. Sie sind für uns. Nicht sich selbst, sondern uns dienten. Das war die Idee dahinter.
Gott hat im Alten Testament Menschen mit Prophetien begabt, um dir zu dienen, um dir etwas zu sagen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie großartig das ist, wie sehr Gott sich bemüht hat, dafür zu sorgen, dass tatsächlich sein Wort als das wahrgenommen wird, was es tatsächlich ist. Also ein Wort Gottes, etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Hier spricht Gott. Und jetzt könnte jemand sagen, ja Jürgen, aber wenn du so rangehst und sagst, das, was da im Alten Testament steht, das weist auf Jesus hin, kann man dann nicht irgendwie alles, was im Alten Testament steht und irgendwie auf Jesus hinweist, kann man das nicht einfach als Prophetie ausgeben? Und die Frage ist gut. Und ja, wenn es nur so ein paar ganz allgemeine Andeutungen im Alten Testament gäbe, die man dann ganz mühsam zu so etwas wie einer Prophetie erklärt. Ganz ehrlich, dann hätte ich persönlich ein ganz großes Problem. Dann würde der Naturwissenschaftler in mir, der steckt ja immer noch ganz tief drin, ja, der würde dann rebellieren und würde sagen, stopp. Aber, und das ist der Clou, so ist es nicht. Das Thema Prophetie in der Bibel ist unglaublich vielschichtig. Vielschichtig, und da gibt es auf der einen Seite ganz detaillierte Voraussagen. Wir haben Jesaja 53, wo vom stellvertretenden Opfertod Jesu die Rede ist. Wir haben, was wir jetzt wieder an Weihnachten hören werden, Micha 5. Wo wird er geboren werden? Na, in Bethlehem. Wo denn? Wo steht's, Micha? Bang! Ja? Wir haben diese ganz detaillierten Sachen. Und dann haben wir daneben aber etwas, und das ist fast noch großartiger, wir haben die Geschichte und die Kultur Israels. Und eigentlich ist die komplette Geschichte Israels und die Kultur eine einzige riesige Prophezeiung hin auf Jesus. Ich könnte, werde ich heute nicht machen, aber vielleicht machen wir es irgendwann mal oder nachher bei Bibel und Pasta. Man könnte das Leben Jesu und die Entstehung der Gemeinde hinlegen und man könnte quasi die Geschichte Israels drunter schreiben und man würde die Bezugspunkte direkt sehen. Das ist absolut faszinierend. Und deshalb, weil das so ist, weil es diese vielen Bezüge gibt, habe ich für mich irgendwann schon vor Jahrzehnten entschieden zu sagen, der beste Beweis dafür, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, das ist die prophetische Kohärenz, die ich da drin finde. Diese vielen prophetischen Bezüge, das ist nämlich das, was die Bibel als religiöses Buch komplett unterscheidet von allen anderen Angeboten auf dem Markt. Wenn du mir nicht glaubst, lies den Koran, lies die Bhagavad Gita, schau, arbeite dich in diese Schriften rein und du wirst feststellen, der eine große Unterschied ist, die einen enthalten keine Prophezeiung oder Dinge, wo du sagst, ja, okay, ein oder zwei vielleicht. Und dann hast du die Bibel. Und in der Bibel ist das mit den Prophezeiungen, es ist absolut irre. Man kann es nicht anders sagen. Es ist deshalb auch irre, weil Gott selber derjenige ist, der im Alten Testament die Götzen herausfordert, die falschen Götter. Und sagt, wir machen mal so eine Art Battle. Okay, was muss so ein falscher Götze leisten, damit er als Gott anerkannt wird? Ganz einfach, du musst die Zukunft vorhersagen können. Jesaja 41, Vers 23, da heißt es dann, verkündet das später Kommende. Da spricht Gott zu den Götzen. Wenn ihr echt sein wollt, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und dabei ist es egal, was sie sagen. Ja, hier heißt es ja, lasst es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Egal, was da kommt. Aber wenn du ein Gott sein willst, nach der Bibel, dann musst du die Zukunft kennen. Und wenn du keine Zukunft kennst, wenn du nicht klare Vorhersagen machen kannst, dann halt den Mund, dann bist du kein Gott. Und deswegen zieht sich das so durch die Bibel, diese, ich nenne das mal die prophetische Kohärenz. Und wenn du sagst, wow, was für ein Thema. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, den Klassiker, dieses da, Bibel im Test. Und jetzt steht da nicht mehr verfügbar. Stimmt, aber drunter steht kostenloser Download. Von daher clv.de, die Bibel im Test eingeben. Das ist ein klassischer, alter, 650 Seiten. Wenn dich das Thema Prophetie interessiert, lade dir das runter, schmöker da ein bisschen. Eine Prophezeiung nach der anderen. Weil ich kann dir nur sagen, wie irre das Thema ist. Ich kann es dir jetzt nicht zeigen. Aber wenn du da reingehst und dann wirklich eine Geschichtsprophetie nach der anderen, eine Prophezeiung auf den Messias nach der anderen, wenn du das siehst, dann denkst du irgendwann, wow,
Genau. Das ist genau, wow. Darum geht es, dass wir begreifen, wir haben es bei der Bibel wirklich mit einem ganz außergewöhnlichen Buch, das nicht nur klüger ist als die anderen Bücher, das ist es auch, aber hier ist ein Buch, das einen Selbstanspruch generiert. Ich bin Gottes Wort. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lies mich und schau einfach, wie viel ich vorhersage. Wir müssen langsam Richtung Weihnachtspredigt abbiegen. Das war lediglich das Thema Prophetie. Noch ein kleiner Nachschlag. Wenn man über Propheten nachdenkt, dann gibt es einen Propheten, der bekam vielleicht mehr prophezeit als alle anderen. Einer von den großen Propheten, Jesaja. Jesaja ist so ein Buch, da kann man eine ganze Weile, wahrscheinlich ein Leben lang mit verbringen und das studieren. Jesaja ist im Alten Testament ein Prophet, der für sich selber Folgendes versteht. Jesaja 8, Vers 18, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel geworden, vom Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Also Jesaja ist ein besonderer Prophet. Er ist nicht nur einer, der Visionen und Träume hat und die dann aufschreibt, sondern er weiß, meine ganze Family hat etwas ganz Besonderes an sich. Meine Familie ist, das sind schon die Leute, die da sind. Wir sind schon Zeichen, Hinweiszeichen auf etwas ganz anderes. Ein Beispiel. Und ich finde das bei Jesaja absolut extrem. Da gibt es eine politische Krise in Israel mit Nachbarstaaten. Der König von Israel fürchtet sich. Dann kommt Jesaja zu dem König und verspricht ihm, dass Rettung naht. Fordert den König auf, sich ein Zeichen zu wünschen. Und der König so ganz etepetete, nee, ich will aber kein Zeichen. Und Gott sagt, okay, ich gebe dir trotzdem eins. Und dann wird die Frau von Jesaja schwanger. Der Sohn, der geboren wird, bekommt den etwas schrägen Namen Schnellraub-Eilebeute. Ich kenne niemanden, der seinen Sohn so genannt hat. Schnellraub-Eilebeute. Aber der Clou, dieser Sohn, Schnellraub-Eilebeute, wird für den König zu einem Zeichen, zum Beweis dafür, dass Gott da ist, für Gottes Gegenwart in diesen politisch total wirren Zeiten. Und wie wird der Kleine genannt? Hier geht es dann um seine Funktion. Immanuel, Gott mit uns. Wir merken schon, das kennen wir ja aus dem Neuen Testament. Ist das nicht auch bei Jesus so? Stimmt. Auch dieser kleine Immanuel wird zu einem Zeichen auf einen anderen Immanuel hin. Ich habe einen Propheten, der in einer Zeit größter Not einen Sohn bekommt, der wofür steht? Dass Gott sein Volk retten wird. Und zur Zeit von Jesaja vor dem absoluten Angst- und Endgegner, den es damals gab, das waren die Assyrer. Ja, der kleine Schnellraub-Eilebeute ist als Immanuel Gottes Garant für Gottes Gegenwart. Er ist das Zeichen. Also immer wenn Jesaja, der ist so ein bisschen mit dem Königshaus verwandt, mit seinem Kleinen den König besucht, kann der König den Kleinen anschauen und kann sagen, Gott ist mit mir. Der Typ ist da. Zum Anfassen. Gottes Gegenwart wirklich zum auf den Kopf fassen. Ganz großartig. Und in diese Situation hinein prophezeit Jesaja über eine spätere Zeit. Über einen anderen Sohn. Es geht bei dem, was wir jetzt miteinander betrachten wollen, nicht mehr jetzt um Schnellraub, Eile, Beute, sondern um den Messias. Und wir steigen ein, Jesaja Kapitel 8, Vers 23. Da heißt es, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die, Achtung, spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.
Das ist eine dieser typischen Prophezeiungen von Jesaja. Eine Weissagung über zwei Stämme, das sind Stämme Israels, Sebulon und Naphtali, nicht so die bekannteren, das weiß ich schon. Zur Zeit von Jesaja ist das Gebiet dieser Stämme von Sebulon und Naphtali, das übrigens im Norden von Israel liegt, dieses Gebiet ist Ziel heftigster kriegerischer Auseinandersetzungen, bis hin dann zur Deportation der Leute, die da wohnten. Also die Assyrer kommen wirklich und machen da einfach mal alles kaputt. Das ist hier im Text, lass mir bitte den Text stehen, das ist hier im Text mit Schmach gemeint. Wenn es hier heißt, doch nicht bleibt das Dunkel, wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. Okay? Das ist die Idee dahinter. Da kommen die Assyrer und machen alles kaputt. Das ist die frühere Zeit, das ist die Zeit von Jesaja. Und jetzt kommt eine neue Zeit, die spätere Zeit. Wenn das Volk, das im Dunkel lebt, ein großes Licht sehen wird. Und wenn man weiterliest, wird man merken, dieses große Licht, das ist nicht einfach, da geht die Sonne auf oder jemand hat den was weiß ich, Strahler erfunden und plötzlich mal wird es hell, sondern hier geht es um eine Person. Da kommt eine Person, die Licht genannt wird. So, die Erfüllung dieser Prophezeiung lesen wir im Neuen Testament. Wir schlagen auf Matthäus Kapitel 4. Das Gebiet von Sebulon und Naphtali heißt jetzt wie im Neuen Testament? Laut. Galiläa. Also wir haben im Alten Testament Sebulon, Naphtali. Über die wird gesagt, heute ist da Schmach, aber in der späteren Zeit geht da ein Licht auf. Und jetzt springen wir ins Neue Testament. Da wohnen tatsächlich da oben wieder Juden, noch gar nicht so lange übrigens. Und jetzt lesen wir über dieses Gebiet Folgendes. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Merkt ihr? Ich habe da eine Prophezeiung im Alten Testament, dass ein Gebiet, dass da Licht aufgeht. Und dann habe ich im Neuen Testament genau diese Prophezeiung und ich merke, wer mit diesem Licht gemeint ist, nämlich der Herr Jesus. Jesaja redet mal eben 750 Jahre vorher über das, was mit dem Dienst des Messias ganz eng verbunden ist. Ein Gebiet im Norden von Israel, wo man zur Zeit von Jesaja vielleicht hätte sagen können, da wird nie wieder was draus werden. Das ist vorbei. Die sind alle deportiert. Da wohnt keiner mehr. Da werden fremde Völker angesiedelt. Da gibt es keine Juden mehr. Da entstehen die Samariter so als Mischvolk. Versteht ihr? Da ist aus. Und Jesaja, doch. Da oben geht wieder ein Licht auf. Das wird wieder werden. Und dann erfüllt sich das hier. Und Sebulon und Naphtali, genau die Gegend Galiläa, das wissen wir, ist der Ort, wo der Herr Jesus in Kapernaum seine Missionsbasis direkt am See Genezareth hat. Also wenn du heute fragst, was ist der Ort, der ganz wesentlich mit dem Dienst von dem Messias verbunden ist, der erste Ort, auf den du kommst, ist eigentlich Kapernaum. Da passiert so, ich weiß nicht, die Hälfte aller Sachen, die wichtig sind. Jetzt über den dicken Daumen, ja? Also zählt jetzt bloß nicht nach. Frage, wir gehen wieder zurück in unsere Weihnachtsbotschaft. Was ist die grundlegende Botschaft, die Jesaja verheißt? Und die Antwort lautet Jubel. Wenn Jesaja davon spricht, dass ein Licht aufgeht, dann wird er jetzt eine Freudenbotschaft bringen. Achtung, die Worte, die er verwendet, sind Altes Testament. Komplett anderer Kulturkreis. Da freut man sich über Sachen,
über die freuen wir uns heute. Vielleicht hat sie sich noch nie drüber gefreut, so in dem eigentlichen Sinn. Ich lese das mal vor. Jesaja 9, die Verse 2 bis 4. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Achtung, wir sind in der Prophetie, okay? Wir schauen schon auf den Messias. Und mit Worten des Alten Testaments beschreiben wir die Freude des Neuen. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Achtung, Bildsprache. Aber ich glaube, ihr checkt, worum es geht. Es geht um Freude. Freude bei der Ernte. Du merkst, wir haben genug fürs nächste Jahr. Boah, lass uns feiern. Freude nach einem militärischen Sieg. Freude nach der Befreiung von einer Fremdherrschaft. Hier geht es um Midian. Midianiter, das waren so die Bösen, die öfter mal kamen und die Ernte geklaut haben. Freude, wenn man die Überbleibsel der Fremdherrschaft, das ist hier mit Stiefel und Mantel gemeint, das sind so die Reste, die die Feinde zurücklassen. Und du räumst das dann alles zusammen und verbrennst den Dreck, weil du einfach nichts mehr damit zu tun haben willst. Das ist die Botschaft von Jesaja. Nochmal, in eine Zeit hineingesprochen, die davon geprägt ist, dass der Norden, wo mal Galiläa liegen wird, gerade von einer assyrischen Eroberungsarmee platt gemacht wird. In diese Zeit von Dunkel und von Finsternis spricht Jesaja seine Botschaft und sagt, das wird nicht so bleiben. Es wird in einer noch fernen Zukunft, und wir wissen, 750 Jahre später, eine Umkehrung der Ereignisse geben. Eine Zeit unglaublicher Freude. Frage, was bewirkt diese Umkehrung? Was führt dazu, dass Leute sich überhaupt nicht mehr halten können vor Freude? Antwort: Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Klassischer Weihnachtstext. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Würdet ihr jetzt Jesaja gelesen haben, dann würdet ihr merken, Jesaja 7, der eine Immanuel, und jetzt geht's rüber, Jesaja 9, zu dem anderen Immanuel. Von einem Immanuel, von einem Gott mit uns zum nächsten. Da wird der kleine Schnellraub-Eilebeute mal eben zum Prototyp für einen ganz anderen Immanuel, der, wenn er kommt, mal viel mehr Jubel und einen viel größeren Sieg einfahren wird. Ein Stück weit ist dieser Text wie so eine Checkliste. Du bist Israelit und möchtest wissen, wann werde ich den Messias erkennen? Woran? Ja, wenn der kommt, worauf muss ich achten? Naja, fangen wir einfach mal an. Erster Punkt. Er wird als ein Kind geboren werden und es wird ein männliches Kind sein. Achte auf einen kleinen Jungen. Das wäre schon mal ein Anfang. Hier heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und dann musst du noch etwas dir anschauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht bei diesem kleinen Kind, wenn wir uns seinen Dienst anschauen, es geht um Herrschaft. Das heißt hier, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. So, das wird selten gepredigt, aber ich möchte von hier vorne einfach mal deutlich sagen. Wenn Gott Mensch wird, genau genommen, wenn Gott das Wort als Mensch auf die Erde kommt, warum kommt er eigentlich? Antwort: Er kommt, um Krieg zu führen. Wir denken ganz stark, er kommt,
Weil er ja uns retten will. Ja, ja, das ist ein schönes Abfallprodukt, über das wir uns alle freuen dürfen. Aber eigentlich kommt er auf die Welt, um Krieg zu führen. Wenn der jüdische König David von Gott die Verheißung bekommt, dass einer seiner Nachkommen ein ewiger König sein wird. Also Gott verspricht dem König David, und Könige stehen auf sowas, das müsst ihr, ja, Könige stehen darauf, wenn man ihnen sagt, deine Dynastie wird ewig sein. Das ist für Könige ganz toll. Und genau das bekommt David versprochen. Aber klar ist, wenn da einer sich auf den Thron Davids setzt, dann wird das mit Konflikt einhergehen. Du kannst nicht einfach einen Thron besteigen und sagen, ja, ja, wird schon keinen aufregen. Das funktioniert nicht. Deswegen Gabriel zu Maria. Habt ihr das noch im Ohr, was der sagt? Lukas 1. Da heißt es Lukas 1, 31. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Okay. Jesus heißt Gott rettet. Schon mal gut. Jetzt wird es aber interessant. Dieser kleine Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Merkt ihr, da kommt vom Himmel jemand auf die Erde und möchte als König den Thron Davids besteigen. Da will jemand ein Königreich errichten. Das ist zugegebenermaßen nicht von dieser Welt, also nicht so ein Königreich, wie du es jetzt in den Nachrichten ständig präsentiert bekommst, aber es ist trotzdem ein Königreich in dieser Welt. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Da sind Menschen, die zu diesem König gehören, die sagen, ich folge Jesus. Ich bin diesem Jesus gegenüber loyal. Ich tue, was er sagt. Das sind gläubige Leute. Und natürlich wissen wir, dass dieser Konflikt bei der Thronbesteigung nicht mit Armeen ausgetragen wird, aber trotzdem findet ein Konflikt statt am Kreuz, weil Gott nicht mit Menschen kämpft, sondern gegen den Teufel. Und den Teufel besiegt. So heißt es in Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder, weil wir Menschen Blutes und Fleisches teilhaftig sind, ja, wir leben ganz normal, wir sind organische Geschöpfe, hat auch er, gemeint ist Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod am Kreuz, ja, durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Der Herr Jesus kommt auf die Erde und er führt Krieg. Führt Krieg gegen das Böse und den Bösen und besiegt am Kreuz den Teufel. Und Jesus nimmt, mal mit den Bildern der Offenbarung gesprochen, er nimmt ihm den Schlüssel des Todes und des Hades ab. Ich finde das toll. Warum? Warum müssen gläubige Leute keine Angst vor dem Sterben haben? Keine Angst vor dem Tod? Antwort: Weil Jesus für uns gestorben ist. Wenn ich sterbe, dann wartet Jesus auf der anderen Seite schon auf mich. Er wartet dort mit neuem ewigen Leben. Kleine Einschränkung: Ich rede hier über gläubige Leute. Also über Leute, für die Glaube darin besteht, dass sie wirklich Jesus vertrauen und ihm nachfolgen. Es geht nicht um Fake-Glaube, es geht nicht um Selbstgerechtigkeit, es geht nicht um Rituale, um Kirchenzugehörigkeit, gute Werke. Das könnt ihr alles streichen. Aber wenn du sagst, Jesus ist der Herr in meinem Leben, er ist wirklich König, ich bin Jüngerin Jesu, ich bin ein Jünger Jesu. Wenn du das sagst, dann passiert Folgendes. Wenn der Tod kommt und dich wegsperren will, dann kommt der Herr Jesus, im Bild gesprochen, mit dem Schlüssel und macht die Kerkertür wieder auf und lässt dich wieder raus. Auferstehung, ewiges Leben. Ist das schön? Darum geht es eigentlich. Das ist, warum wir jubeln. Wir jubeln nicht, weil es uns gut geht. Wir jubeln, weil wir wissen, dass das wichtigste und größte Problem, das ein Mensch haben kann, dass das eigentliche Problem, und das ist der Tod, deswegen, das, wovor Menschen wirklich, wenn sie nachdenken, Angst haben, ist dieser Moment des Nichts, ganz genau. Wenn du denkst, boah, was wird dann sein? Und diesen Moment, den hat der Herr Jesus durchlitten für uns
und für uns in Herrlichkeit verwandelt. Hat dafür gesorgt, dass das, wovor alle Angst haben, wir müssen keine Angst davor haben. Ich weiß, wer mit mir da durchgeht. Ich weiß, wer auf der anderen Seite auf mich wartet. Ich weiß, wer mir ewiges Leben geben wird. Ich weiß, mit wem ich die Ewigkeit verbringen werde. Das ist eine unglaubliche Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir vielleicht greifen können manchmal. Ich hatte gesagt, Jesaja 9 beschreibt den Messias. Ich will noch ganz kurz auf 4 Punkte eingehen. 4 Punkte, die den Messias auszeichnen. Da heißt es: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Checkliste Messias. Woran erkenne ich den Messias? Punkt 1, wunderbarer Ratgeber. Hier laufen zwei Dinge zusammen. Das Wunderliche, das Wundersame und die Weisheit. Der Messias wird tatsächlich für seine außergewöhnlichen Taten und für seine klugen Pläne bekannt sein. Er wird ganz besonders, ja, wenn man sich überlegt, wofür steht Jesus? Wenn man so, was weiß jeder über Jesus? Naja, jeder weiß, irgendwie Wasser zu Wein, und dann sind ganz viele Leute satt geworden, die Sache mit den Fischburgern, und dann sind Leute lebendig geworden, und dann gab es diese Dämonenaustreibungen und. Leute wissen einfach Wunder über Wunder, und was sie auch wissen ist sowas wie Bergpredigt. Der war schon mindestens so schlau wie Konfuzius, wahrscheinlich noch ein bisschen schlauer. Wundersamer Ratgeber, das ist das, wofür Jesus steht bis heute. Nächster Punkt, starker Gott. Und starker Gott, ich bin so ein Freak, ich mag Gottes Namen. Hier steht El Gibor. Das kann man übersetzen mit Gott hält oder Gott ist ein mächtiger Krieger. Warum finde ich das so großartig? Im Alten Testament ist Gott der Herr der Heerscharen. Das heißt, er ist der Herr himmlischer Heere. Er ist einer, der Krieg führt. Gott kommt als Held in mein Leben hinein und sagt: Darf ich in deinem Leben deine Schlachten schlagen? Darf ich mich an deine Seite stellen und mit dir zusammen alles Böse, was sich dir und deinem Leben und deiner Familie entgegenstellt, niederringen? Darf ich das? Ich würde das gerne tun. Und Jesus hat es am Kreuz getan, als Gottheld, als mächtiger Krieger für uns alle. Und er möchte es im Einzelnen für dich und für mich jeden Tag tun. Dritter Punkt, Vater der Ewigkeit oder ewiger Vater. Und ich weiß nicht genau, ob du diesen Aspekt an der Stelle erwartet hättest. Da kommt der Messias und wird als ewiger Vater bezeichnet. Ich denke, er ist der Sohn. Wie kann man ihn dann ewiger Vater nennen? Und das hat damit zu tun, Philippus muss diese Lektion lernen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Johannes Kapitel 14, da heißt es in Vers 8, da kommt dann Philippus zu dem Herrn Jesus. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater. Und es muss so Momente im Leben geben, wo der Herr Jesus einfach denkt: Mann, jetzt bin ich wirklich restlos frustriert. Also so Momente, wo du denkst, ich kenne diese Momente als Prediger, wenn du denkst, ich habe es ihnen 10-mal gepredigt und dann kommt beim 11. Mal immer noch die Frage: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Mann, es gibt nur einen Gott. Wenn du den Sohn siehst, siehst du den Vater. Das ist dieselbe Person. Schau doch mal hin. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Versteht ihr? Da offenbart sich der Vater. Das ist der Gott, den niemand sehen kann. Und nie jemand gesehen hat, weil er ein unzugängliches Licht bewohnt. Der wird jetzt mal gerade richtig sichtbar. Und die Menschen stellen sich hin und sagen: Zeige uns den Vater. Also ich kann das völlig verstehen, dass Jesus manchmal einfach restlos verzweifelt ist, weil er den Leuten einfach sagen möchte, wer er ist. Ich bin der ewige Vater, sichtbar geworden durch den kommunikativen Aspekt Gottes. Das ist Gottes Wort auf der Welt als Mensch. Take it. Vierter Punkt, Fürst des Friedens. Jesus ist der, der Shalom bringt. Und das bedeutet im Fall von dem Herrn Jesus,
dass er für unsere Schuld am Kreuz stirbt und dass wir bei ihm alles finden, was wirklich mit Frieden zu tun hat. Beziehung mit Gott, Erlösung, Vergebung, Gerechtigkeit. Alles Dinge, die er uns schenken möchte, weil er wirklich der Fürst des Friedens ist, weil er umfassend Frieden stiften möchte. So wie es in Lukas Kapitel 2, Vers 14 heißt, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft, wirf den Vers bitte mal an, das ist die Botschaft, die wir Weihnachten hören. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Ist das schön? Der Messias kommt und er bringt Frieden. Worum ging es mir heute? Ich wollte euch ein Stück weit zeigen, wie Dinge im Alten Testament sich im Neuen Testament erfüllen. Ich wollte euch mit hineinnehmen in dieses Konzept Prophetie-Erfüllung. Wir hatten angefangen damit, dass die Propheten selber gar nicht so die Ahnung haben, was sie da sagen. Die wissen nicht, wann und wie das in Erfüllung geht. Wisst ihr was, bei uns ist das so anders. Wir können diesen Text lesen und wir können eins zu eins uns anschauen, wofür er steht. Ich hoffe, dass euch das ein Stückchen begeistert, weil es ist einfach so mit das Beste, was es irgendwie gibt. Du schaust dir einen Text an, der ist 750 vor Christus oder 700 vor Christus in dem Dreh ungefähr geschrieben worden und der erfüllt sich dann mal über ein halbes Jahrtausend später. Du musst doch wissen, warum du der Bibel glaubst. Kannst du nicht einfach sagen, ich glaube der Bibel, weil Jürgen glaubt der Bibel. Nein, tu das nicht. Tu das nicht. Aber wir können das tun, wir können da hineinschauen. Das, was die Propheten sich gewünscht hätten. Weißt du, Jesaja wird dir im Himmel mal begegnen und wird sagen, Mann, ich wäre so gerne an deiner Stelle gewesen. Mama, ich hätte so gerne gewusst, was du gewusst hast. Ich meine, inzwischen weiß er es, aber da gab es einen Moment, wo der sich das gewünscht hätte, zu wissen, wofür das alles steht. Es ist wichtig, dass wir begreifen, Jesus ist nicht Mensch geworden, um eine neue Religion mit neuen Regeln zu schaffen, sondern wirklichen Frieden zu bringen. Etwas, was so tief geht, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, einfach nur begeistert sein können. Und vielleicht ist das auch das, was ich mir wünsche. Weihnachtszeit, Plätzchen, Glühwein, Spieleabend. Super, bin nicht dagegen. Lebendiger Adventskalender, kommt am Mittwoch vorbei, Glühwein und wir werden ein bisschen beten miteinander. Also durchaus okay. Aber lasst uns bitte auch die Zeit jetzt ein Stückchen nutzen, um uns mit diesen Geheimnissen zu beschäftigen, die Gott auf prophetische Weise in sein Wort hineingewoben hat, um sich selber der Menschheit und damit uns zu offenbaren. Ich glaube ein bisschen, dass es nichts Besseres in der Weihnachtszeit gibt, als sich genau damit zu beschäftigen. Amen.